glaub, jedes seiner Videos hat im Titel und überlebt nur knapp. Survival Martin entdeckt Leiche in geheimer Höhle und überlebt nur knapp. Survival Martin futtert Entengrütze, Teichlinse, Wasserlinse und überlebt nur knapp. Survival Martin schießt Sprengpfeil mit Armbrust auf Ken und überlebt nur knapp. Survival Martin überlebt Baum, Schlafplatz, Plattform, Shelter, Übernachtung im Wald, nur knapp. Überleben mit Hundefutter, Nahrung finden im Ernstfall. Oh Gott, ist das wieder so ein... Der Survival-Martin. Wer ist das denn für einer? Ich kotze hier alles voll hier. Krass, schmeckt nicht nach Fleisch. Ich hab Angst, das zu essen. Das sind nur die Kammern. Es riecht wie ein Kamelgehege. Es schmeckt nicht nach Fleisch. Das riecht die Kacke. Jungs, ich kann euch sagen, da wird gewürgt. Ich bin humoristisch jetzt schon überzeugt. Hallihallo, Hallöle. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Szenario. Stellt euch vor, die Welt ist wieder untergegangen. Ihr seid auf der Flucht. Ihr schlagt euch durch. Jetzt ist das Problem, ihr habt keine Vorräte mehr. Eure normalen Vorräte sind aufgebraucht, ihr braucht aber neue. Was macht man da? Genau, man sucht sich einen Lost Place oder eine verlassene Ortschaft und versucht, seine Vorräte wieder aufzufüllen. Und ich versuche jetzt genau den zu finden. Uah, da ist der Lost Place. Und jetzt gucken wir uns mal um, was wir hier finden in den Schränken. Was ist denn das für ein Dumm, wenn die Welt untergeht, dann gehe ich einfach hier in Supermärkte einbrechen und hol mir da das Essen. Da ist doch noch was Essen, oder nicht? Wie dumm sind die eigentlich? Leer. Und... da ist doch ein bisschen Knoblauchsoße. Gönn dir. Leer. Yo. Boah, sieht doch gut aus. Warte mal, da ist ein Hund drauf. Kann man Hundefutter auch als Mensch essen? Reicht das, um damit zu überleben? Kann man das essen? Wie schmeckt das? Ist das verzehrbar? Freunde, ich bekomm's für euch raus. Und hiermit startet der zweite Selbstversuch genau. Also, erstmal gucken, was das ist. Orlando mit Wild. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Was ist denn Orlando mit Wild Hundefutter? Orlando Hundefutter Wild und Karotten. 1 Kilo kostet 64 Cent. Zum Vergleich, ein Kilo Hundefutter von Leor kostet 7,99 Euro. Also. Ich glaube, da kann man davon ausgehen, dass das vielleicht das Gute aus dem Lidl, das Orlando Hundefutter aus dem Lidl, ist jetzt wahrscheinlich echt nicht das Beste, ne? Jetzt überleben mit Hundefutter. So, und jetzt suchen wir uns ein Plätzchen, wo wir das ganz in Ruhe zubereiten können. So, jetzt kriegen wir raus, wie Hundefutter schmeckt. Ich habe mir zum einen überlegt, das Zeug einfach mal roh zu essen. Und ich habe hier drei verschiedene Varianten. Einmal die Variante billigstes vom billigsten, das ist eigentlich von glaube ich, von Lidl oder sowas. Und hier haben wir so etwas hochwertigeres Zeug. Da ist der Fleischanteil über 70%. Und hier haben wir Rind. Genau, und hier war das mit den Hühnerherzen. Da bin ich eigentlich am meisten gespannt drauf. Zum einen probieren wir heute roh, nur angebraten, also nur warm gemacht. Und dann vielleicht nochmal, vielleicht mit einer Prise Pfeffer oder Salz oder so. Hast du gerade wir gesagt? Ja, du bist ja quasi mit mir unterwegs. Stell dir vor, die Katastrophe ist da. Das war aber so nicht abgemacht. Das wirst du sehen. Was passt dazu besser als ein Prepper-Mobil? Hier haben wir einen improvisierten Tisch aus der Standheizung, zwei Stühle und hier haben wir eine Kochstelle. So, kleiner Windschutz gebaut. Das hier oben aufmachen. Ach, guck mal, da haben wir gleich ein paar Getränke. Nö, für vorne. Zum Runterspielen. Schön der Runtime Performance Drink. Übrigens, keine Werbung, aber es schmeckt wirklich, als ob einer eine Dose gepisst hätte. Ich habe das damals schon gesagt, als ich dafür bezahlt worden bin. ich bleib dabei. Das schmeckt, als ob einer Pisse in so einem Sodamax mit Kohlensäure versehen hätte und dann in eine Dose abgefüllt hätte. Ehre. Zum Runterspülen. Ganz wichtig, das ist absolute Prepper-Nahrung Nummer 1. Das will ich auch zum Nachspülen gleich, ne? Wäre mich bei meinen Abenteuern und in meinen. Also da würde ich würde eher den Orange Performance Drink mit Hundefutter nachspülen als andersrum. Ich sag euch, wie es ist. Lecker. Rohe Hühnerherzen. Bin mal brechen, Lul. Vielen Dank für 5, Bruder. Meine ganzen Expeditionen und Projekten unterstützen will. Einfach den Code Survival Money benutzen. Damit gibt es 10% für euch. Ihr spart Geld und ihr unterstützt quasi mich noch mit meinem Abenteuer. Wer Bock hat, ich habe in der Beschreibung verlinkt. Kleiner Tipp von mir, ich habe mir im Innenraum einfach eine Kartusche ins Handschuhfach gepackt, vorne in die Ablage, damit die warm wird. Denn bei den Temperaturen, die wir jetzt gerade haben, Temperatur Schnee, macht es eher Sinn,
eine vorgewärmte Butangasgrill zu nehmen, weil die viel besser brennt und du halt schneller deine Hitze hast. Ah, wir können die Pfanne ja schon mal ein bisschen erhitzen. Stellen wir uns vor, die Situation ist da, du hast nichts zu essen, du bist hungrig unterwegs. Stell dir mal vor, du hast jetzt nichts zum Kochen dabei. Ja. Aber 71% Fleisch, tierische Nebenerzeugnisse, davon 15% ganze Hühnerherzen. Riech mal einmal. Ich hab's zu Zähne gerochen. Riecht es wie Hundefutter? Ja, finde ich schon, aber es ist nicht so penetrant, also nicht so stark. Wie riecht denn Hundefutter? Also Lea wird ja mit einfach Metzgerfleisch gefüttert. Es riecht halt jetzt nicht, riecht halt wie rohes Fleisch, ne? Ey, weißt du was, wir machen erstmal alle auf und das machen mal. Das könnte auch Leberwurst sein, theoretisch. Genau, finde ich auch. So, hier haben wir jetzt feines Rind, das sieht so aus. Ja, das riecht eher nach Hundefutter. So, und hier haben wir jetzt so dieses ganz billige, hier werden wir wahrscheinlich mega viel Gelatine gleich sehen. Hier ist Getreide drin, Karotten, Lehmerzeugnisse, das braucht Zucker von ihr, Zucker, das ist überhaupt... Lehmerzeugnisse? Was sind denn Lehmerzeugnisse? Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, unter anderem 4% Wild, Getreide, Gemüse, 4% Karotten, Mineralstoffe und Zucker. Also bevor du das deinem Hund fütterst, Alter, schick den auf die Straße und lass den suchen, Alter. Überhaupt nicht, was der Hund braucht. Nee, das ist für den Hund einfach nicht gut. Oh, siehst du den Alter, krass. Nee, wirklich schon sehe. Ich hab Angst, das zu essen. Weil das ist so, wo ich denke so, oh, das kann nichts sein. Okay, komm, wir machen jetzt den... Also ich lege mich hier fest, ne, bevor ihr euren Hund damit ernährt, ernährt ihn halt wirklich lieber vegetarisch. Also eine vegetarische Ernährung ist deutlich besser, als wenn ihr ihm das gebt. Protest, wir fressen das Zeug jetzt roh. Das ist ja... Da. Das ist... Aber hey, komm, im Namen der Wissenschaft. Die Pfanne runternehmen, weil die ist schon sehr heiß. Haha. Oha. Oh, ich will nicht, Mann. Ich will das nicht essen. Das ist nicht geil. Oh. Guck dir das immer noch die Kammern. Ja. Glaubt mir jetzt wahrscheinlich keiner. Alter, das ist lecker. Das ist krass. Ich schwöre dir bei Gott, würde ich dir eine Stulle mit Butter machen und dir das draufpacken, du würdest es nicht merken. Okay, Rind. Finde ich jetzt ein bisschen schwieriger, weil das riecht echt wie Hundefutter, ne? Ja, das riecht echt penetrant. Da würde ich wahrscheinlich eher kotzen, wenn ich diesen scheiß Bissdrink dann ab zum Runterschütten nehmen müsste. Boah, das ist eklig. Weißt du, warum das eklig ist? Es knistert im Mund. Oh. Also geschmacklich ist gar nicht das Problem, aber diese Konsistenz und du siehst auch schon dieses weiße Zeug da, das ist alles, das sind glaube ich Knochen geschreddert. Okay, jetzt kommen wir zum, ohne Scheiß, hier muss ich mich wirklich überwinden, das in den Mund zu stecken, weil das sieht einfach widerlich aus, sorry. Das ist wahrscheinlich auch richtig ekelhaft. Oh, Kann ein Hund sowas essen? Das schmeckt null nach Fleisch. Krass, es schmeckt nicht nach Fleisch. Wir haben ja gesagt, vielleicht kann man es essen, wenn man es in eine Pfanne haut. Wir haben hier eine handelsübliche Ikea-Pfanne. Erst Rind oder Dings? Also, wir müssen jetzt daran denken, wir müssen versuchen, das Essen irgendwie genießbar zu machen. Wir machen ein bisschen Öl ruf. Machen Rind, ja? Ja. Wie das hängt hier. Boah, das riecht ja widerlich. Boah, das riecht widerlich, wa? Oh, das geht gar nicht. Das ist die Kacke. Oh nee, ich glaube, das ist nicht. Oh, was ist denn das? Der Geruch entfaltet sich jetzt. Wo stinkt denn das so? Kennst du diese Kamelgehege? Ja. Ey, ich würd euch anbieten, dass wir das ähnlich machen könnten, aber ey, wenn ich halt Leas Futter anbrate, ist das halt einfach gebratenes Fleisch, ne? Also ich bin zwar nicht so riesen Fan von Innereien und so, also muss ich nicht haben, aber es ist auf jeden Fall, also es ist halt essbar, es ist halt vom scheiß Metzger, weißt du? Ja, es riecht wie ein Kamelgehege. Das war mit dem Abstand halt, das stinkt. Du siehst ja diese Seele. Oder Knochen. Ja, das hier, ne? Und das hier. Boah, das ist widerlich. Das muss ich echt überwinden, ne? Und ich habe Kuhauge gegessen.
Das kannst du warm machen, so viel du willst. Das krieg ich nicht runter. Und wisst ihr was, was wir jetzt machen? Wir schmeißen das jetzt nicht weg, sondern wir machen das in Maya Enough. Dann hat sie halt einfach mal erwärmtes Hundefutter. Boah, krass, so widerlich. Warum entfaltet sich denn während dieses Braten so ein widerlicher Geruch? Oh, das ist nicht gut. Kotz, 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 kotz. Okay, woran erkennt man, übrigens kleiner Funfact, woran erkennt man, dass du deinem Hund gutes Hundefutter gibst? Ganz. Ja, Kai, dann brat dir mal einen schmackhaften Pansen. Also einmal die Woche kriegt sie ja grünen Pansen und da halte ich mich sehr weit von fern. Das würde ich auch nicht essen, wenn ich es erwärme oder so. Aber an 6 von 7 Tagen würde ich Leas Essen angebraten einfach essen, glaube ich. Ganz einfach, ist der Haufen riesig, verwertet der Hund echt wenig von dem, was du ihm gibst. Hat er einen kleinen Kackehaufen, ist es gutes Hundefutter, denn... Das stimmt nicht. Der Körper verwertet fast alles, bis auf diese kleine Kackawurst. Das ist falsch. Die Menge des Kots, ja, also die Größe des Haufens, ist nicht nur abhängig von der Verwertung des Hundes, sondern auch von der Menge. Das bedeutet, wenn der Hund riesige Haufen scheißt, ja, aber trotzdem hochwertiges Futter bekommt, dann füttert er den einfach nur zu viel. Weil der Hund hat sowas wie ein Cap in sich drin. Der kann einen bestimmten Anteil, kann der verarbeiten und solange alles verarbeitet worden ist, was er zum Überleben braucht, danach läuft das einfach durch, ne? Also muss nicht nur die Qualität des Essens sein, sondern auch die insgesamt Futtermenge. Dankeschön. Der Geruch entfaltet sich. Ich kann auch nichts riechen, ich finde es gerade übelst geruchsneutral. Was kostet Leas Futter so circa im Monat für dich? Hab ich ja schon mal gesagt, das sind so zwischen 450 und 500 Euro. Ich finde es nicht so schlimm wie das Rind. Also das geht, ne? Ja. Das ist krass. Sag mal, wie viel Wasser da noch rauskommt aus dem Fleisch, ne? Ich habe nur Öl in den Tropfen reingemacht und wie viel Flüssigkeit hier schon wieder ist. Siehst du das? Ja. Ja, das ist kein gutes Hundefutter. Traust du dich? Ja. Oh geil, würde ich mich mega freuen, weil es schmeckt nicht besser, glaub mir. Es schmeckt nach Hühnchen. Ja. Man darf halt nur nicht daran denken, dass es Hundefutter ist, dass du aus einer Soße gefressen hast. Ja, aber das ist krass. Mir geht voll klar. Cool. Sieht aber aus wie Schwab-Chichi. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was soll ich mal als nächstes probieren? Katzenfutter, Müsli, irgendwas Widerliches? Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ich mal für euch probieren soll. Bin gespannt auf eure Kommentare. Das Stück werde ich mir jetzt gönnen. Boah, Leute, Alter. Das ist so. Okay. Du gibst ja Lea keine 2 Kilogramm Fleisch am Tag. Naja, grundsätzlich kriegt die 1,3 Kilo am Tag Fleisch und dann kriegt die ja noch den ganzen anderen Scheiß dazu, ne? Also ein Öl und dann kriegt die noch eine Kräutermische und dann kriegt die Knochenmehl und dann kriegt die das noch und jenes noch und Leckerlis und insgesamt so 450 bis 500 Euro. Es wird nicht besser. Ich habe schon so viel Zeug gefressen, aber dass ich mit Hundefutter an meine Grenzen komme, diese Konsistenz, da ist sowas drin. Aber die 1,3 Kilo am Tag sind natürlich auch, weil ich einen Malinois habe, ne? Also das ist halt super aktiv. Und wiegt 40 Kilo, also ist ein großes Tier. Das fühlt sich an, als würde man Sand essen. Es gibt hier nur noch eine Möglichkeit und eine Alternative, wie wir das runterkriegen. Essen wir das mit Ketchup? Ja, wir probieren das. Ketchup. Put Ketchup on everything. Okay. Ketchup makes the world greater. Das sind diese kleinen Knochensplitter, die habe ich gerade aus meinem Mund geholt. Ich möchte das trotzdem nicht. Du isst es. Nein, ich möchte das nicht essen. So, guck mal. So. Okay, jetzt mit Ketchup. Boah, mir kommt schon alles hoch. Kotz, kotz, kotz. Das isst man so. Das muss so schmecken. Das isst man so. Das isst man so. Chris, tu mir gefallen. Probier, damit du verstehst, was ich meine. Komm, probier mal. Los, komm. Komm. Ich komm, möchte das nicht. Als Kameramann von Survival Money muss man auch mal was probieren. Ich kotze dir alles voll hier. Du kannst ja da eigentlich. Ich reihe dir hier alles voll. Ist krass, oder? Also ich übertreibe nicht. Es ist so krass. Da hängt irgendwas im Zahn drin. Es ist... Oh, da hängt irgendwie so ein Knorpel in meinem Zahn. Hast du die? Auch eine Zahnbürste. Oh, das ist so... Für einen Survival-Futzi ist es eine ziemliche Pussy. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, wenn du Bear Grylls so eine Dose Lidl-Futter gibst, dann sagst du so... Oh, it's delicious. Oh, Puppa. Hier zu mir. Sitz. So ist fein. Nein, bleib ruhig. Alles gut. Ruhig. Freunde, natürlich bekommt sie das mit dem Ketchup nicht. Das ist ganz wichtig, ja. Guten Appetit. Das darf sie jetzt essen.
An Ketchup ist aber nichts Schlimmes. Ein bisschen wenig. Das war jetzt quasi nur der Teil. Nein. Leute, Fun Fact. Wusstet ihr, dass Hundefutter, bevor es ein Etikett bekommt, von der Lebensmittelverordnung als normales Menschenessen eingestuft wird? Und erst in dem Augenblick, wo es ein Etikett bekommt, wird es zu Hundefutter. Nicht alles, ne? Also, das Lidl-Futter zum Beispiel nicht. Kann man Hundefutter essen? Ja, in einer Notsituation. Good Guy Gedig, vielen Dank für 10 Monate, Bruder. Ehre. So kann man das wahrscheinlich, weil man wahrscheinlich so einen Knast hat, dass man alles isst. Jetzt in dem Moment war es echt eine Überwindung. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Survival Martin hat euch lieb. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wir beide zusammen sagen... Wer schwitzt, stirbt. Peter Ludolf spendet 1 Euro, einfach das Nudel rein und schon ist das ein fantastischer Genuss. Kein Kompliment an den, der soll mal die Diskette halten. Richtig. Ich glaube, jedes seiner Videos hat im Titel und überlebt nur knapp. Survival Martin entdeckt Leiche in geheimer Höhle und überlebt nur knapp. Survival Martin futtert Entengrütze, Teichlinse, Wasserlinse und überlebt nur knapp. Survival Martin schießt Sprengpfeil mit Armbrust auf Ken und überlebt nur knapp. Survival Martin überlebt Baum, Schlafplatz, Plattform, Shelter, Übernachtung im Wald, nur knapp. Survival Martin überlebt Igloo, Shelter, Schneesturm, Übernachtung in der Wildnis, nur knapp. Survival Martin überlebt Angriff mit Blendgranate, nur knapp. Gibt's irgendwelche Leute, die ekelhaften Scheiß fressen und dann kotzen? Ich glaube, das will ich mir angucken. Nee, Max Mofo ist es zu hart, das darfst du nicht zeigen. Cake Trilogy darfst du nicht zeigen. LA Beast ist eine sehr gute Idee, LA Beast ist super. So, dann gucken wir jetzt LA Beast zur Streaming. Ist schon 6 Jahre alt, aber ist, glaube ich, ein All-Time-Classic, oder? Twitch Prime. Opsi, vielen Dank für 8, Bruder. Sei Bavir. Das ist ein fucking MVP, Mann. Der hat eine ganze Dose gefressen. Eine ganze fucking Dose. Was ein Monster. Was ein scheiß Monster. Ha! Twitch Prime. Take, vielen herzlichen Dank. Was ein Bast. 11 Monate. Oh, jetzt hört auf mit euren ekelhaften Vorschlägen jetzt. The Spicy Gauntlet Challenge. How to eat Surströmming. I have seen on YouTube that there are several videos of people eating so-called surströmming, which in English becomes fermented Baltic herring. And on two of these videos, I've seen people who are not used to eating surströmming. They don't know how to do it. So they have their first experience and they try it and they tell everybody how awful it is. They do eat it, but they say it smells awful, it tastes awful, and they emphasize everything by actually vomiting afterwards. Now, the problem is, they just don't know how to eat it. I'm going to show you some tricks here, which is when you try this out yourself. If you follow these tricks, you're going to see
it's not so bad. So, first of all, what you need is a can of Surströmming. Now, outside Sweden, these would be a bit difficult to find, so or almost impossible. But in Sweden, you can buy them, and in the season, I should say, you can buy them, which is August, September. They're quite easy to come around. Now, what you do is, when you open the can, you have to open the can away from the table. If you because it's going das to... Ist schon mal, now, das ist schon mal Grund Nummer eins, ob das vielleicht als Lebensmittel nicht schon ein bisschen durchfällt, wenn man das innerhalb eines Tutorials außerhalb des Tisches öffnet, weil man ansonsten kotzen würde. I am now about 5 meters away from the table. You can even have it 10 meters away from the table. now, and the way to open it is you put it in a bucket of water. So I have a bucket of water and I put it under the water. The can is slightly pressurized, and when you pierce the can... Also gehe ich davon aus, wenn er das unter Wasser aufmacht, dass man den Saft dann nicht aus der Dose raustrinkt beim normalen Essen. Endlich wieder bei Papa Ehre. Faxe, schickt jetzt. Danke für 5. There's gonna come a bit of juice. There's gonna come some juice out of it. And this juice is foul smelling. So, but if you have it underwater, none of the juice will actually hit you. Man trinkt den Eimer danach. Das macht Sinn. Das macht Sinn. The water will also contain the smell. So, I now pierce the can carefully. And it is now, okay. Yeah, there's some juice coming out. And now I open it. If you're not used to eating Surströmming, when you open the can, well, you might not want to inhale, or, well, at least not inhale through your nose, because the smell is unpleasant. You can get used to it, so if you have eaten Surströmming a couple of times, the smell is not that bad, but if you're if you're not used to it, you're not going to. So I have eaten Surströmming several times, and it's not so bad. I'm used to it. Now, I've opened the can, and now I pry the lid open. And here we go. We have here some Baltic herring has been fermented. Now, what I do, I take one fish out of the can, and I put it on a plate like this. Now, the smell from the can is foul. The smell from the fish is not so bad. So you can actually take the fish to your table. Now, was ja bei Essen schon mal viel Sinn ergibt, ne? Dass man das Essen auch am Tisch haben kann. When you buy Surströmming, you can either have fillets in the can, or you can have the whole fish, like I'm having here. So if you have the whole fish, you first of all have to open the fish like this. You have to open it at the stomach side because you need to get the entrails out. So it might look a little bit disgusting, but it's not so bad. So you open it and you just take the entrails out. Put them on the side of the plate like this. And it smells a little bit. It's not so bad. Now, next, I... Also, das ist ein scheiß Tutorial, wie man den Mist wirklich frisst, ne? Und es ist genauso fucking ekelhaft. Das ist genauso fucking ekelhaft. I try to... It's a little bit slippery, but I know... Das ist ein verfaulter Hering, den man dann auch noch von den Innereien befreien muss. Was ist das? Now open the fish all the way like this, because you need to get the entrails out, but you also need to get the backbone out. So here comes the tricky part.
getting the backbone out. And basically you open it like this, and then you try somehow to pry the meat off the backbone. And I just open it here in the middle, and well, the meat goes one way, the backbone goes the other way, like this. So I now have I have now basically a fillet here, fillet on this side. So you can either keep the skin, or just or try to remove the skin as well. I don't mind eating the skin. Now, here we go. I have a fillet here, and next I'm going to try to get the backbone out of the other fillet. It's takes a little bit to get used to. I'm working with this. Oh yeah. Oops. I'm sort of getting the skin, only getting the skin off, and the meat. Okay, doesn't look very tasty, but I can show you. Bruder, was ist das? Not so bad. Okay, I'll help a little bit with my fingers here. So, I pry the skin off. Here we go. I got... Wer in Schweden kommt auf den Gedanken, dass das gut ist? Also nicht, dass es kann ja sein, dass das Leuten schmeckt, ne? Aber du musst einen vergorenen, faulenden Fisch von den Gräten entfernen und die Innereien rausholen. Warum? Got most of the meat off. I'm gonna peel off. Here we go. Here we go. There's the rest of the meat. Now the backbone is away, and I got most of the meat off. I now. Vor allem, das sieht doch nicht aus wie Innereien. Das sieht aus wie Humus oder so. I'll have two fillets here. Next, what you have to do, is you don't eat the fish as it is. So you now need to prepare a little sandwich like this, or a roll. So you need potatoes, fresh potatoes. in Sweden, we usually use a special kind of potatoes, but basically any potatoes. Dirty Savior, vielen Dank für Prime. Herzlich willkommen, Bruder. So you don't have to follow the traditional potato. So you take potato and you make a little pile like this on this bread. Now this is kind of very thin bread. And it's a special kind of bread you can usually just find. I don't know if you can find it elsewhere outside Sweden, but basically any white bread will do. Now, on this roll, you also put onions. Now, I prefer chives. We didn't have chives today, so I have another kind of mild onions. But some onions, potatoes. Now, I have here yogurt. So you want to have something sour to go with this. So I picked yogurt because that's what we had. But you can also take something else. Handicap spendet 1 Euro, fucking 3 Stunden Vorbereitung, damit man sich dann vergammelten Lachs gibt. Butter wäre ja okay. Ja. Aber was das? Das ist richtig. Okay, vielen Dank für 2, Bruder. Schmeckt. Close Combat, vielen Dank für 3 Monate, Bruder. Schmeckt. Mal ehrlich, wer frisst das wirklich? Fucking niemand, glaube ich. Anyone, any kind of sour dairy product will do. Now, these can be a little bit difficult to actually bite off. So I put them in. I cut them into pieces already. Ich möchte ja jetzt geschmacklich niemanden irgendwelche Vorschriften machen. Aber wenn du da Kartoffeln und Zwiebeln und einen Liter Joghurt in Brot einwickelst. Ich glaube, der Unterschied zwischen vergammeltem Hering und einem Fischstäbchen
ist da geschmacklich auch nicht mehr die Welt. Oder eine Scheibe Lachs oder so, oder? Oder bin nur ich der Meinung, dass das in der Kombination könntest du da wahrscheinlich alles reinjagen an Fisch. Put the pieces inside this roll. Now you can peel off the bones, you can remove the small bones if you want to, or you can keep them, because they are so small you can actually eat these bones. And you just put the fish like this. Ja, Fresh, ich denke mal, das ist so ein Traditionsding, Bruder. Also dieses Surströmen kommt halt aus einer Zeit, wo die Konservierung noch nicht da war, ne? Wo man die Scheiße halt vergammeln lassen und dadurch wird das halt endlos haltbar. Und dass man das jetzt noch aus Tradition frisst, ne? So ist halt Tradition. And you now have a roll ready to eat. You roll it up and then you eat it. Now, you might wonder what it actually tastes like. So, it has a bit of a sour, no, I should say a burnt taste to it. It's not, I wouldn't call it a delicacy. I do enjoy eating it, but it's not going to be the culinary experience of your lifetime. It won't be, but it is a different experience. I would compare it a little bit like the Aussies, the Australians. They have the Vegemite, and the Scottish, they have their haggis. Now, I might offend occasional Scotsmen and some Aussies now by saying they're okay to eat, but they're not fantastic. Neither haggis nor Vegemite is fantastic. And honestly, the fermented Baltic herring isn't fantastic either. But it is a different kind of experience. And if you have the chance, do try it. Just make sure you do it the wrong way. The right way, not the wrong way. And you can, when you have the roll, you just bite it like this and eat it. Thank you very much. Hope this will help someone from a terrible... Schluck erstmal runter, du Bastard. So, bye. So. Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn er auch gewirkt hätte, ne? Also da hätte ich dann wirklich gelacht. Das wäre großartig gewesen, wenn er erstmal erklärt, in 45 Minuten, wie man so eine Scheiße macht, und er dann anfängt zu würgen, weißt du? Das fände ich locker. Das finde ich locker sehr, sehr witzig.